Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film, die auch in diesem Jahr weitergeht. Es ist jetzt schon tatsächlich das 13. Jahr dieser Reihe, wo wir Ihnen jeden Monat ein, wie wir immer sagen, aktuelles, aus unserer Sicht besonders erwähnenswertes, herausragendes deutsches Kinowerk präsentieren wollen. Und es fängt ganz toll an, den Film, den wir heute sehen, das ist eine exklusive Preview vor Kinostart, denn er startet erst am Donnerstag in den deutschen Kinos. Und die Version, die wir heute sehen, ist eine, die auch noch niemand, also zumindest noch kein öffentliches Publikum vorher gesehen hat, denn er hat den Film nochmal überarbeitet. Darüber reden wir dann auch gleich. Ich freue mich schon mal sehr, dass er da ist. Schon mal ein Applaus für RP Karl. Groß, toll, dass du da bist. Ja, Sie wissen, diese Reihe ist in Kooperation mit EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film, und Ulrich Sonnenschein wird nachher das Gespräch mit RP führen. Das ist dann wie immer hier vorne, erstmal eine halbe Stunde unter den beiden, und dann haben Sie auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ja, wie Sie auch wissen, zweiter Punkt, den Sie wissen, wenn Sie öfter hier sind, und ich erkenne ja viele bekannte Gesichter auch in diesem Jahr wieder, gibt es keine Werbung natürlich, sondern einen thematisch passenden Vorfilm. Ob das dann wirklich passt, das können Sie entscheiden. Jedenfalls den Film, den wir ausgewählt haben, diesmal, der heißt Kosmorama. Der ist aus dem Jahr 2015, eine deutsch-türkische Koproduktion von Eren Aksu, dem Regisseur, der in Berlin studiert, und der hatte Premiere bei den Oberhausener Filmtagen eben im Jahr 2016. Das ist dann jetzt schon zwei Jahre her. Und den sehen wir vorher, und dann rufe ich RP nach vorne. Aber erstmal viel Vergnügen mit Kosmorama. Ja, das war Kosmorama, übrigens gedreht auf einer vorgelagerten Insel vor Istanbul und entstand an der Universität der Künste. Ja, aber jetzt habe ich die große Freude, Ihnen unseren Gast des heutigen Abends ankündigen zu dürfen. Er hat angefangen als Schauspieler, ist dann Regisseur geworden, Produzent, hat ganz wunderbare Filme gemacht wie Angel Express, Bad Ways, Mädchen am Sonntag, dafür hat er auch den Hessischen Filmpreis sogar schon gewonnen gehabt. Und ja, was uns auch sehr, sehr freut, er hat Schauspieler wie Laura Tonke entdeckt, sage ich jetzt mal. Und die ist ja inzwischen auch sehr, sehr erfolgreich. Und er ist politisch aktiv. Er ist im Vorstand der Deutschen Filmakademie. Und wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. RP Karl, willkommen im Filmmuseum. Laura habe ich nicht entdeckt. Muss ich Michael Klier lassen, die Ehre, weil das war er, ehrlicherweise. Es ehrt dich auch. Jedenfalls, du hast sie ganz toll gezeigt. Aber was mich interessieren würde natürlich, du hast eine ganz schöne Tour jetzt schon auch hinter dir. Du hast nämlich zwei tolle Festivals auch gehabt mit A Thought of Ecstasy, den wir heute sehen werden. Es fing an beim Filmfest München, da hatten wir schon mal kurz miteinander sprechen können. Und dann warst du noch in Tallinn auf den Black Nights. Magst du uns erzählen, wie das war, bei diesen Festivals den Film starten zu lassen? München ist so ein bisschen so ein Heimatfestival für mich, weil meinen ersten Film, den ich produziert hatte, Silvester Countdown, Regie Oskar Röhler, hatte dort 97 Premiere, und wir gewannen damals den Hypo-Förderpreis und kamen so als die totalen Außenseiter dahin. Beendet, es war damals der Eröffnungsfilm, übrigens, den wir damals auch gehasst haben, sozusagen. Ach, das ist ja sozusagen so eine Geschichte, ich verfolge ja sozusagen eure Arbeit, und ich glaube, Coco und Katja waren auch hier. Und Nicolette und Katja, also beide Katja. Ja, super. Und es hat sich auch geändert, meine Meinung, im Laufe der Zeit, aber ich weiß noch, als wir in der Premiere saßen in München zur Eröffnung, Oskar und ich, wir haben den Film total gehasst, Oskar Röhler. Und okay, wir gewannen dann sozusagen, und ein Jahr später war ich dann mit Angel Express, meinem ersten langen Film als Regisseur, dann in München, war mit Mädchen am Sonntag in München, noch mit so einem Experimentalfilm auch. Und die Ära endete dann mit Bad Ways, da Uli Maas, der Leiter der deutschen Reihe in München, fand den total schrecklich, und was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Und dann musste ich halt zur Berlinale gehen, auch nicht so schlecht. Und diesmal sozusagen hat sich das zeitlich genauso angepasst, dass München wieder gepasst hat. Und ehrlicherweise muss ich zugeben, dass die internationalen Festivals, die kurz davor waren, wir auf der Shortlist waren, aber sozusagen dann so 5 Minuten vor Bekanntgabe des Announcements noch runtergeflogen sind. Also habe ich wirklich fast geweint. Und
Gut, dann musste eine andere Idee her für die internationale Premiere und Tallinn. Ehrlicherweise war nicht unbedingt auf meiner Landkarte, aber es ist ein wirklich tolles Festival und alle, die mir davon erzählt hatten, sagten, oh, du musst da unbedingt hin und es ist wirklich, also wenn ich jemandem empfehlen kann, Tallinn Black Nights hat halt auch den A-Festival-Status, was ganz gut ist für den World Sales, weil die brauchen ja sozusagen diese Lorbeerblätter vom A-Festival-Wettbewerb und ich war im Wettbewerb in Tallinn und hatte ein bisschen Angst, weil Bad Ways war ich in Moskau im Wettbewerb, auch im A-Festival, aber was meiner Meinung nach zu Unrecht diese Kategorisierung hat und da war wirklich Horror bei Bad Ways Premiere in Moskau, gab es Drohbriefe an die Festivalleitung. Und auch nach Berlin kamen einige an und dieses Publikum lief während der Vorführung 40% raus und haben fast den Türzuhalter sozusagen verkloppt und das Tolle war, die kamen aber zum Q&A wieder zurück. Ach ja. Kannst du dir vorstellen, wie das Q&A war. Und egal, deswegen hatte ich für Tallinn sozusagen, dachte ich so, oh mein Gott, und musste schon merken, dass Tallinn und Moskau wirklich völlig unterschiedliche Städte sind, wirklich ein ganz tolles Land, sehr europäisch geprägt. Und dann lief es dort im IMAX. Ich glaube, das war wirklich bombastisch. Also sozusagen, also ich hatte den Film zu dem Zeitpunkt schon echt häufig gesehen, aber da war ich wirklich so platt auch, weil das ist so ein, die Leinwand ist ungefähr 10-mal so hoch und aber man war trotzdem, alle saßen hier sozusagen, weil das so hoch gebaut ist und das war ziemlich verrückt. War es die Antwort auf die Frage? Ja, absolut. International ist vielleicht das Stichwort auch. Du nimmst uns jetzt mit auf eine Reise in die USA. Willst du vielleicht noch was vorwegschicken, wie es dazu kam? Weil das hängt ja auch ein bisschen mit deiner eigenen Lebensgeschichte zu tun. Ja, ich war 2013 in Los Angeles länger und das war ganz gut für mich, weil ich hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt echt keine Idee, was ich für den nächsten Film machen will. Alle die Sachen, die ich da so mir vorgestellt hatte, waren irgendwie, hatte ich keine Lust mehr und das sind nicht so geworden, wie ich dachte. Und dann dachte ich, na gut, dann muss ich mir vielleicht einen anderen Beruf suchen. Und dann war ich nach Los Angeles eingeladen und das war wirklich wie so eine, hat wirklich meinen Gedanken und mein Sein irgendwie verändert, weil dieses sich anders sozusagen wahrnehmen, weil diese Weite und diese Hitze und diese eigentümliche Kultur, die dort herrscht, irgendwie ein doch irgendwie nochmal ein anderes Bild zu sich selbst setzt. Und das war, glaube ich, sozusagen der, oder ich weiß, es war der Startschuss für den Film 2013 im Sommer. Und dann habe ich das entwickelt und dann hat es 4 Jahre gedauert, bis Premiere hatte, was, glaube ich, so für einen Kinofilm ganz okay ist. Willst du noch was auf den Weg geben vor dem Film? Ja, genau. Also sozusagen, wir sehen heute sozusagen das vielleicht auch noch sozusagen, weil du es angesprochen hast, ist eine Uraufführung heute. Weil ich mag es eigentlich doch immer ganz gern, auch nochmal drüber nachzudenken, sozusagen, was habe ich da gemacht. Manches kann man auch nicht mehr ändern, will es auch nicht mehr, darf es auch nicht mehr. Aber es gibt eine Überblendung, die ich neu reingemacht habe, sozusagen gegen Ende des Films. Und das ist zum ersten Mal, dass heute öffentlich ist. Vorgestern war ich in der DFFB, in der Filmschule in Berlin, da war es aber eine interne Vorführung. Und wir sehen die Uncut-Version, die ist 2 Minuten 36 länger als die reguläre, die dann auch in Orpheus Erben kommt. Also sozusagen ist gut, dass sie heute hier sind, weil wenn sie ins Orpheus Erben gegangen wären, dann hätten sie sozusagen die kürzere Fassung gesehen, was ja auch aber auch nicht schlimm vielleicht gewesen wäre. Sozusagen, das können wir danach entscheiden. Aber jedenfalls ist das, was die Langfassung ist und die Kurzfassung, es ist jetzt nicht was, dass die andere die geschnittene Fassung ist, obwohl sie geschnitten ist. Aber sozusagen für mein Gefühl sind beide Originale, beide gültig. Aber weil ich denke, sie halten das aus und im Filmmuseum ist es richtig, wenn man die lange Fassung zeigt. Und vor allen Dingen Originalsprache mit Untertiteln. Ja. Nicht wundern, es fängt in Deutsch an, aber dann wird es Englisch. Wir freuen uns sehr darauf. Schon mal großen Applaus, Epikal, und nachher sehen wir uns wieder zum Gespräch. Viel Vergnügen. Ja, begrüßen Sie nochmal den Regisseur und Hauptdarsteller und Produzenten Epikal von A Thought of Ecstasy. Und Uli Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Platz bitte. Genau, wie angekündigt wird es zuerst einen Teil geben unter den beiden vorne und dann so nach einer halben Stunde haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen. Schönen guten Abend auch von mir. Bleiben Sie da, es wird spannend.
Fangen wir an mit der Rezeption. Beim Filmfest in München hat der Film ja für Tumulte und heftige Diskussionen gesorgt. Magst du ein bisschen erzählen, was da passiert ist? Es gab, also während des Films, also es fange ich mal anders an, bis in den deutschen Vorstellungen in Deutschland sozusagen gab es immer zwei Stellen im Film, wo Leute an genau der gleichen Stelle rausgegangen sind. Nicht so viel, wie ich immer dachte, aber es war immer so ein Prozentsatz von 5%. Das fand ich ganz interessant. Und in der Premiere war es so, dass bei der ersten Szene, wo das immer passiert, jemand ohnmächtig geworden ist und rausgetragen werden musste, sozusagen, das ist jetzt nicht so schön und hat vielleicht auch gar nichts mit dem Film zu tun und oder vielleicht doch und oder wahrscheinlich aber mehr mit der Person oder mit den Erlebnissen, die Person schon hatte. Und das andere dann bei der Premiere war es halt, also oder am Ende der Premiere war es so, dass es erstmal mit Schreierei dann losging. Also wir kamen auf die Bühne und Deborah Kawa-Anger war auch da und alles so pipapo mit so Grandezza und so. Und dann stand jemand auf und hörte nicht mehr auf zu brüllen, sodass der nach der 10. Frage, die er gebrüllt hatte, dann rausgetragen werden musste. Und das hat natürlich dann so eine Energie gegeben. Und der stellte sich dann raus, weil er sagte so, ja, ich gucke auch immer so viel Pornos und ich kann das nicht mehr. Und ich bin auch Schauspieler. Und da hatte er leider dann verloren, weil das war natürlich dann für den Rest des Publikums nicht so gut sozusagen, dass er das geäußert hatte. Dann dachte ich danach, naja, nicht so schlecht, hätte ich mir eigentlich fast selber ausdenken müssen, sozusagen das so zu inszenieren, weil es hatte natürlich irgendwie dann auch eine Energie gegeben, dass die Leute, die es vielleicht gut oder interessant fanden, noch mehr zusammenrutschten und sozusagen eine Energie dazu gegeben hatten. Wenn man so guckt in der Rezeption der Kritiker, dann findet man haufenweise Etiketten, Kunstfilm, Roadmovie, assoziative philosophische Suche, pornografische Fantasie. Was ist das? Alles das? Oder hast du eins, wo du sagen würdest, ja, das ist mir am wichtigsten? Dass es ein Film ist, wäre mir am wichtigsten. Dass es ein Kinofilm ist und dass es ein Film ist, den man als Kinofilm begreifen kann. Das würde mir am meisten gefallen. Ich finde es aber auch okay, wenn es sozusagen Etiketten gesucht werden und ich will ja auch nicht abstreiten, dass man für die Vermarktung eines Films sozusagen auch Momente braucht, wie man das sozusagen deklariert. Ich selber sozusagen könnte es gar nicht so gut beschreiben. Also mir ist es auch schwer gefallen, da eine Synopsis, okay, das könnte man jetzt auch anders auslegen, zu schreiben. Weil dafür habe ich ja den Film gemacht. Ich habe ja den Film gemacht, weil ich irgendwas erzählen wollte, was mir wichtig war und dafür versucht habe, ein Bild, einen Moment, eine Stimmung zu suchen. Und klar war es mir diesmal wichtiger, bildhafter zu arbeiten als in meinem letzten Film, was sich natürlich auch angeboten hat, Kalifornien, Sonne, Locations, die was hermachen, wo man sich schon ganz schön dämlich anstellen muss, um damit es nach gar nichts aussieht. Das wollte ich, diesen Fail wollte ich nicht begehen oder hatte auch Lust, einen bildgewaltigen Film zu machen und dass es auch was mit Musik und Atmosphäre zu tun hat. Und hatte mir eigentlich eingebildet, dass ich einen Film mache, der weniger intellektuell ist als Bad Ways. Weiß ich nicht, ob mir das gelungen ist, aber ich glaube, dass man ihn auch mehr so auch man muss ihn nicht verstehen und kann trotzdem ihn okay finden, wenn man sich sozusagen gehen lässt. Das war jetzt bei Bad Ways, meinem Film davor, nicht so, glaube ich. Wenn man da gar nichts verstanden hat, sozusagen, dann fand man den abgrundtief doof. Zeigt sich jetzt auch schon an den Kritiken. Interessanterweise gab es nur eine Handvoll Verrisse bis jetzt und eigentlich so von Bad Ways war ich gewöhnt, dass die Festivalkritiken sehr gut sind und danach aber so richtig draufgehauen wurde. Und diesmal, ich habe schon irgendwie Angst, wann da der Knall kommt. Sozusagen, es gibt schon auch ein paar Verrisse und einen ganz bösen auch von einer amerikanischen Zeitschrift. Variety
Haben Sie den gelesen? Ja, ich habe den auch gelesen. Über das Intellektuelle, über Bataille und Baudrillard reden wir noch, aber jetzt tatsächlich erstmal über Sex. Sex ist immer wichtig in all deinen Filmen. Warum diese explizite Erotik? Warum die Mittel des Pornos bei Blowjob in voller Leinwandgröße? Wofür ist das da? Was ist daran? Ist das die Bildgewaltigkeit? Vielleicht auch. Also erstens, mir gefällt es erstens sozusagen, das auch zu sehen. Ich finde da auch nichts Komisches eigentlich dran. Das ist jetzt vielleicht auch so ein blödes Klischee, Gegenfrage. Würden Sie das auch jemand fragen, der sozusagen sehr kunstvoll eine Tötung zeigt, sozusagen, weil sozusagen theoretisch habe ich da mit meiner Moral bin ich da ziemlich im Reinen, weil es eigentlich was Positives ist, Sexualität, Intimität und das natürlich unser Leben spiegelt und weil auf diesem Feld der Sexualität, der Intimität auch sich Gesellschaft abbildet, sehen wir ja in der jetzigen Debatte total. Die ist ja nicht nur diese Debatte auf diesen einen Punkt, worum es in der Debatte geht, bezogen, sondern das spiegelt auch sozusagen ein Momentum von Gesellschaft, wo Gesellschaft steht, wo sich Gesellschaft hinbewegt, was sind die Ängste, die eine Gesellschaft umtreibt. Aber um die Frage zu beantworten, mir war das wichtig, diese Szenen genau so reinzunehmen, weil ich das Gefühl hatte, das braucht's, damit man das nicht abtun kann als, ja, okay, dann kommen diese Szenen vor, ja, verstehe ich, ach, sind ganz schön, nett, oh ja, verstehe, die Figur braucht es und die macht es, ja, sondern, dass man gezwungen ist, sich ins Verhältnis damit zu setzen, dass man schon irgendwie das Moment braucht, nachzudenken, wie finde ich denn das? Finde ich, dass es zu viel ist? Der nervt mich damit, mir das so auf die Leinwand zu hauen. Also, dass ich mich selber ins Verhältnis setzen muss und auch körperlich, intellektuell, was auch immer sozusagen. Deswegen fand ich diesen Trigger-Moment, dass jemand ohnmächtig wurde an der einen Stelle sozusagen auch gar nicht so schlecht. Ich kenne die Person auch, so ist sogar befreundet mit mir. Das macht es jetzt nicht besser, ne? Egal. Ja, weil es hat was mit ihr gemacht sozusagen sie hat es auch beschrieben, dass sie gesagt hat, da hatte jetzt keinen Bock drauf sozusagen, mich dem weiter auszusetzen, weil das mit meiner Geschichte was zu tun hat. Und diese Art von Kommunikation finde ich gut, wenn man mit dem Zuschauer in die Kommunikation kommt. Und bei Sexualität ist es oft so, auch bei Gewalt im Film mittlerweile, dass das so eine gewisse nur Ästhetisierung, ja gut, widerspreche ich mich auch sozusagen, ich glaube auch, dass es hier ästhetisiert ist und überhöht ist, aber dass es so ein Momentum hat von, ich muss mich damit auseinandersetzen und ich kann es nicht so als Bild nur sozusagen mitnehmen. Das ist ein bisschen der Grund. Und klar passiert es dann auch, dass man, es war nicht in meinen Gedanken sozusagen von Anfang an, dass das auch so oft vorkommt sozusagen. Wenn ich ehrlich bin, manchmal nervt es mich jetzt auch sozusagen, wenn ich so gucke, wenn ich dann 100 Mal gucke und es ist dann nachmittags und man sieht es dann vielleicht in nicht so einer konzentrierten Form wie hier, wo es so eine tolle Projektion ist und so eine tolle Tonsache. Also vielen Dank an die Vorführung. Dann denke ich auch, hätte man hier vielleicht auch kürzer machen können oder so. Also ich habe mich gefragt einfach, ob die Moral ist gar nicht mein Punkt. Ich glaube, Moral, da sind wir 2018, haben wir da genügend gesehen und gelernt. Wir beide, ja. Die Frage ist, ob die Kommunikation über Sex nicht durch die eigene Empörung gestört wird. Und dass dieses Empörungsmoment sozusagen dem zuwiderläuft, was du eigentlich willst mit deinem Film. Ja, kann sein. Und deswegen habe ich auch die andere Fassung gemacht. Wenn ich das im Fernsehen gucke, wenn ich das auf Dreisat irgendwann sehe, im Januar 2019, gutes Stichwort, um meinen Redakteur von Dreisat vorzustellen, Daniel Schösser, vielleicht sagst du Hallo. Da kommt die kürzere Fassung, aber nicht, weil Dreisat mich dazu gezwungen hat, sondern weil Daniel war immer so, du kannst machen, was du willst. Oder mach das, was du willst, sondern weil ich selber denke, dass wenn ich den Fernseher anstellen würde, wenn ich Fernsehen gucken würde, dann dieses Momentum nicht haben würde wollen, dass ich sozusagen ohne Vorwarnung dem ausgesetzt bin. Wenn man sozusagen im Kino oder wie heute zu so einer Vorstellung geht, dann hat man ja eine gewisse Erwartungshaltung, hat sich eingegroovt. Und deswegen auch diese zwei Fassungen, und da gebe ich Ihnen recht,
wir waren wie beim Du, ne? Das ist ganz lächerlich. Ja. Okay, also Du. Also deswegen die zwei Fassungen und weil, da gebe ich zu oder gebe ich dir recht, wenn man anders konditioniert ist, dann kann es sozusagen einen den Kopf auch vernebeln und man denkt nur darüber nach, warum tortured mich der Idiot mit diesen Szenen und warum muss er das machen und so, dass man dann auf die anderen Dinge nicht kommt. Aber jemand anders, der anders konditioniert ist, der denkt so, ach, es ist ja ganz nett anzuschauen und der RP wird ja luschig. Die erste Begegnung zwischen Mann und Frau, die erste sexuelle Begegnung, findet im Death Valley statt, in der Nähe von Furnace Creek. Das erinnert so ein bisschen, ich denke nicht absichtslos, an Antonionis wunderbaren Film The Brisky Point und an eine wirklich traumhafte Erotikszene. Also eine Szene, die Drogen ja nicht traumhaft schön, sondern traumartig. Also das ist alles wie so aus einer anderen Welt und durch Drogen verzerrt und auch durch Kameratechnik verzerrt, aber das ist dieselbe Stelle oder fast dieselbe Stelle. Nur hier ist es quasi realistischer. Hast du die Szene nochmal geguckt, nachdem du den Film gesehen hast? Die Antonioni? Nee. Siehst du. Wenn du die jetzt nochmal schaust, dann lass uns nochmal sprechen. Der Film ist großartig und es ist natürlich eine Frechheit von mir und dafür könnte man mich in Kritiken auch torturen gern. Machen sie noch nicht. Kannst du ja nochmal sozusagen sich daran zu verheben, stimmt. Aber ehrlicherweise ist es in deinem Kopf, wie die Szene von Antonioni ist. Guck dir den nochmal an. Und wenn du die jetzt guckst, würdest du denken so, ach so, so war die Liebesszene in Zabriskie Point, bei Furnace Creek. Ach so, ist ja... Also sozusagen, ich gebe dir recht bei der Schlussszene, ne? Sozusagen von Zabriskie Point. Und die habe ich dann auch nicht kopiert, weil da dachte ich, da kann ich nur losen. Habe ich... Da kommen wir später hin, sozusagen, wo vielleicht auch Momente liegen, wo ich selber kritisch mit dem Film bin. Und vielleicht dort nämlich an der Stelle. Aber wir haben genau da gedreht, wo Antonioni gedreht hat. Das ist nicht bei Zabriskie Point, sondern 10 Meilen weg. Mhm. Auch aus Gründen, dass ich nicht verhaftet werden wollte. Weil das eine Aussichtsplattform ist und da tausende genau, von Touristen. Genau, stehen. Da wäre man sehr schnell im Knast gelandet. Und offen mit in der Paramp-Zeitung auch abgebildet gewesen, weil das ist ja nämlich schon Nevada und wer da verknackt wird, wird sofort abgebildet in der Zeitung, was er auch gemacht hat und dass er böse zu dem Officer gewesen ist und so bla bla. Ich hatte einen Presseausweis mit, wenn mir das passiert wäre, dann hätte ich mir irgendwas ausgedacht. Aber wir haben das 10 Meilen weg, da wo auch Antonioni gedreht hat und bei uns ist es echter, der Sex, und nicht so. Ja, nicht so verzerrt. Die ganze Atmosphäre hat mich aber an einen ganz anderen Film erinnert, der ist noch gar nicht so alt. California City heißt der, von Bastian Günther, ist ein Dokumentarfilm. Ich weiß nicht, ob du den kennst und ob er dir auch so ein bisschen geholfen hat, diese flirrende Hitze sozusagen darzustellen. Und dieses Projekt California City ist ja auch ein utopisches. Du gehst ja quasi auch in die Zukunft mit deinem Zeitrahmen 2019. Also hat das eine Rolle gespielt? Ich habe den Film gesehen, hat den Preis der Nationalgalerie für junge Kunst gewonnen, habe den also im Museum gesehen, im Hamburger Bahnhof. Was ich auch spannend und interessant fand, den in so einem Kontext so präsentiert zu sehen, obwohl ich heute Abend dann schon wieder merke, was die wirkliche Präsentationsform ist, nämlich in einem dunklen Kino, in einer guten Projektion mit Leuten, die Ahnung davon haben, weil bei Bastian Günther war das so, obwohl er Preisträger war, war ich dann im Museum und dann kam erstmal der Aufseher oder keine Ahnung, wie man das nennt, politisch korrekt, und dann wisst ihr hier, wie man die Blu-ray anstellt? Und und dann wurde geschnauft und dann war das sozusagen so ein Blu-ray-Player und dann war die falsche Tonspur an, so wo du dachtest, ich flippe gleich aus und so. Und wir sind als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Filmakademie sind wir Mitausrichter dieser Sache. Da dachte ich so, ist schon schön, neben Boys sozusagen seinen Film zu sehen, aber wenn es dann so läuft, ist es vielleicht auch nicht so gut.
Deswegen denke ich auch manchmal, ja, Kino sollte auch Kino bleiben. Da habe ich so selber was gelernt. Aber um deine Frage zu beantworten, der große Unterschied zwischen Bastians Film und meinem ist, dass er mit einem mit einer wirklichen Person, sozusagen einem echten Menschen, sozusagen scripted Reality sozusagen im Kino gemacht hat. Und das ist eine daher eine andere Herangehensweise. Bei uns ist alles inszeniert, es sind alles Schauspieler, Schauspielerinnen, die Orte sind zwar oft echte Orte, aber immer irgendwie noch übersetzt. Also wir sind nirgends reingelatscht und haben einfach nur gedreht, außer im Hammer-Museum sozusagen. Also wenn der Typ Frank, den ich da spiele, mit dem Telefon telefoniert, das ist im Hammer-Museum und das war einfach, weil ich diesen Ort so toll fand, weil es da so ein tolles Kino gibt und ich da so super Noir-Filme gesehen habe, als ich in L.A. war und die Paul Schrader-Retrospektive, dann dachte ich, da kann man gutes Auto abstellen im Keller und kann gut drehen und, ja, und gibt gutes Essen. Warum hast du die Handlung ins Jahr 2019 verlegt, nur um Trumps Mauer andeuten zu können? Als ich angefangen habe zu drehen, war ja Trump noch nicht da. Und als er dann da war, dachte ich, irgendwie muss ich doch darauf reagieren. Ich bin zu lahm, weil ich so lange drehe, über so einen langen Zeitraum, so lange schneide. Vielleicht ist er dann schon wieder weg. Na, das war jetzt die Angst. Ich dachte so, bitte bleib, bis er nach Amerika verkauft ist. So lange muss er noch im Amt bleiben. Und ich dachte, dass ich darauf reagieren muss. Und natürlich hat mir das auch geholfen, mit dieser nahen Zukunft, das in die nahe Zukunft zu verlegen, natürlich nochmal mehr zu beweisen, dass es diese andere Ebene außerhalb der Jetzt-Realität und der Realität-Realität hat. Also das nochmal sozusagen nochmal woanders hinträgt. Und diese Form des Narrated by a Dead Man, die ich mir einfach nachzuforschen, gar nicht nachzuforschen, weil jeder wird das wissen, bei Sunset Boulevard und Double Indemnity von Billy Wilder geklaut habe, das fand ich toll. Ah, ich kann die Geschichte von einem Toten erzählen und dann bin ich raus aus der Nummer, dass es einen Plotpoint 1 und 2 haben muss, weil wer weiß, wie ein Toter sozusagen in seine Gedanken hat und wie da die Ellipsen der Geschichte sind, die kann ich dann selber bilden, weil ist ja aus in seinem Nachdenken kurz vor seinem Tod passiert. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Sprechen wir über nicht mehr über Trump und die Mauer, sondern über Frank und seine Suche nach Liebe. Diese Liebessuche ist eine selbstzerstörerische. Hm? Ist das so? Wenn man nach Liebe sucht, kommt man darin um? So wie du es fragst, ist das schon wieder negativ konnotiert. Wenn wir ersten Schritt nicht, im zweiten schon. Ja, ich habe ja dein Gesicht gesehen. Und ist es. Und das ist auch nicht so schlimm. Und weil, wenn man sich aufgibt und wenn man sich verschwendet und das Bürgerliche jetzt hinter sich lässt, könnte eventuell der wirkliche Sinn oder das Spüren im Leben stattfinden. Ich glaube schon, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, in unserem aufgeklärten, hedonistischen, freiheitlichen Leben, in dem wir auch auf irgendeine Art glücklich sind, schon ja irgendwo noch auf der Suche sind nach dem wirklichen Erleben, nach dem wirklichen Sinn. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwo vorhanden ist, kurz vorm Tod oder im Tod, dass man dort, wenn man alles hinter sich lässt von Gesundheitsvorsorge, Rentenversicherung, also ich mache es jetzt mal ein bisschen platt und billig, Nachhaltigkeit, etc. pp., wenn das dort sozusagen was verborgen ist, was sehr lebendig ist, so wie das ist jetzt nicht gar nicht meine Idee, sondern das plappere ich auch nur nach, Bataille, der das in seiner philosophischen Soziologie von der Verschwendung ziemlich gut aufgetan hat und dabei auch irgendwie antikapitalistisch ist, was ich ganz interessant finde, weil ich irgendwie auch ja so schlau bin zu merken, dass es so nicht weitergehen kann, wie es ist, aber irgendwie doch ja alles so haben und will, wie es jetzt ist, vor allem, weil es mir meine Freiheit gibt. Aber
ja, ich bin da hin und her gerissen und das war für mich so ein Moment von Suche, das mal im Film darzustellen, wie wäre das, wenn man sich so wegwirft, die Bürgerlichkeit hinter sich lässt und sozusagen diesen Tod auch an sich herankommen lässt. Es ist natürlich das alte Paar auch von Eros und Thanatos, Liebe und Tod, was man irgendwie bedienen muss, wenn man sich so ein bisschen in der Philosophie auskennt und Georges Bataille als den Urvater sozusagen auch angibt. Das ist ja, braucht man ja nicht rauszulesen, sondern kann man überall finden, diese Anmerkung. Also das Philosophische, von wegen, du hast gesagt vorhin, du hättest gerne einen weniger intellektuellen Film gemacht, kann ich nur sagen, glaube ich nicht. Wollen und können ist ja dann sozusagen noch ein Unterschied. So, habe ich nicht geschafft. Also ich wollte es mehr verstecken. Sagen wir so. Also ich wollte es eigentlich. Also wie weit kann man es verstecken, wenn man den Film mit Baudrillard enden lässt? Na gut, das ist ja Postproduktion. Da dachte ich dann, ach, jetzt ist eh alles zu spät. Jetzt kann ich das auch machen. Und ich habe so auf die Fresse gekriegt in Bad Ways für dieses Foucault-Zitat. Ich hatte bei Bad Ways, das ist mein Film, den ich vorher gemacht habe, einen Film über Sexualität und wie man im Film Sexualität und Intimität darstellen kann. Film im Film. Für alle, die ihn nicht kennen. Und da habe ich mit einem Foucault-Zitat geendet. Das war sozusagen gefundenes Fressen für alle sozusagen Harakiri zu machen. Und dann dachte ich, naja, dann gebe ich euch das nächste Zitat sozusagen, womit ihr klein machen könnt. Haben zwei auch schon gern aufgenommen. Also ich sag's auch nochmal für alle, die es nicht mehr im Kopf haben. Aber die Verführung ist unvermeidlich. Keine lebende Person kann ihr entkommen, nicht einmal die Toten. Und jetzt muss man überlegen, was macht das mit dem Film? Also Verführung ist ja der Zustand, der stattfindet, bevor es zur sexuellen Vereinigung kommt. Verführung gibt's in dem Film ganz, ganz wenig. Also es gibt alles Mögliche, Sehnsucht, Erotik, Sinnlichkeit und so, aber Verführung nicht. Und da habe ich gedacht, da spricht eigentlich der Film zu seinem Publikum und sagt, ich bin derjenige, der euch, die ihr mich gerade gesehen habt, verführen will. Das wäre ja dann Kino. Absolut. Das wäre ja auch nicht das Schlechteste, oder? Wollte ich jetzt, dass du das sagst. Ja. Also, ja, obwohl ich dir widerspreche, aber gut, da habe ich einen anderen Term of Trades von Verführung. Ich finde schon, dass die Frauenfiguren dort sehr verführen, vielleicht auf eine andere Art als Gina Lollobrigida oder Sophia Loren das gemacht haben oder so. Und dass es mehr vielleicht auch wieder in diesem Kopf von diesem Typen abgeht sozusagen und was er mit seinen Ängsten und seinen Unfähigkeiten zu tun hat. Weil der Typ, das kann man ja, glaube ich, relativ schnell erkennen, ist ja jetzt nicht besonders der Superheld in dem Film und irgendwie auch irgendwie auf eine gewisse Art jemand, der verliert, ne? So. Naja, ist er erstmal ein distanzierter Held, wenn er überhaupt ein Held ist. Eigentlich ist er ja der Beobachter seiner eigenen Geschichte. Mhm. Ja. Seiner eigenen Geschichte, die er sich vielleicht aber auch in die oder die Richtung sozusagen ausdenkt oder schöner oder schlechter macht und sich sozusagen vergewissern will, was da ist und warum er so ist, wie er ist oder warum wir so handeln, wie wir handeln. Und klar, das kann man ja nur begreifen, wenn man sich mal selber sozusagen in Momenten und Situationen sieht, um die interpretieren zu können. Oft ist es ja so, dass wir sozusagen uns in diesem One-to-One und in dieser permanenten Kommunikation oder kommunizieren zu müssen stehen und logischerweise währenddessen ja gar nicht nachdenken können, was wir da machen oder was wir tun. Und dann haben wir noch so viele Gesetze oder Codes oder Correctness-Momente sozusagen, die wir dann auch noch zeitgleich mitdenken und denken, darf ich das jetzt machen oder nicht? So sozusagen, es ist ja relativ schwer, sozusagen diesen Moment von reinfallen lassen, an ausprobieren sozusagen und dann danach mal drüber nachdenken, war das so oder so. Ich glaube, das fällt uns ja schwer. Und deswegen glaube ich, klar, ist der Typ auch ein moderner Held, weil er sozusagen über die visuellen Momente sich versucht zu vergewissern, wer er ist und was passiert ist und was er daraus lernen könnte oder dass er vielleicht auch merkt, ja, ich lerne gar nichts daraus, weil irgendwie bleibt es mir auch verborgen, was da der eigentliche Sinn ist.
Also dieser letzte Satz hat mir deshalb ganz gut gefallen, weil eben, wie gesagt, der Film über sich selber spricht. Und beim zweiten Sehen, also ich habe dann heute Nachmittag nochmal geguckt, da merkt man, dass ganz viel, also der Schlüssel zum Rätsel, falls es überhaupt ein Rätsel ist, liegt im Rätsel selbst. Also der Film offenbart, während man ihn sieht, immer mehr, wie man ihn eigentlich zu sehen hat. Und ganz, ganz viel wird verdeutlicht. Also so ein Satz, ein Kuss ist der Anfang von Kannibalismus. Also da steckt ganz viel drin, wie man mit dem Film umgehen muss. Und dann merkt man irgendwann auch, dass der Held eigentlich keine andere Chance hat, als am Ende zu sterben. Mhm. Das heißt, in sich erklärt sich der Film automatisch oder von alleine. Mir ist ja fast schon zu viel Erklärung. Aber, das ist deine Schuld. Das ist meine Schuld. Ja, das war sozusagen auch so ein Deal mit mir selbst und mit meinem Mitautoren Thorsten Neumann sozusagen, wo wir auch immer gedacht haben, oh Gott, wir machen diesmal richtig Plotpoint 1, Plotpoint 2 und so. Oh Gott. Aber gut, so schlimm ist es nicht geworden. Also ich habe eher das Gefühl, das Narrativ, wie man heute so gern sagt, ist dir relativ egal. Und die Inszenierung ist auch eine punktuelle. Also das sind oft fast wie Tableaus, fast wie Gemälde sogar. Und dann habe ich irgendwo gelesen, der Kameramann ist ein Fotograf. Und dann fiel es mir quasi wie Schuppen von den Augen. Das war eine meiner Grundideen für den Film, nicht mit einem klassischen Kameramann oder einer klassischen Kamerafrau zu arbeiten, sondern jemand, der auch in einem Bild irgendwie versucht, was zu entdecken und nicht sofort das Bild in eine Auflösung stellen will und einen Schuss und Gegenschuss machen. Oder wenn Schuss, Gegenschuss ist, nicht soll es wenigstens weitergehen oder die Kamera wandern. Das haben wir nicht in allen Szenen hingekriegt, aber in manchen dann schon. Das war eine Grundentscheidung und es hatte natürlich auch was damit zu tun, dass ich mit dem Fotografen, Markus Hirner heißt er, aus München, super gut mich verstehe und wir sozusagen blind ja auch miteinander kommunizieren können, ohne groß darüber reden zu müssen. Und das ist bei so einem Film besonders wichtig, wenn es genau um diese Momente geht und wenn das Team wahnsinnig klein ist, nämlich manchmal nur ein Mensch, manchmal zwei. Das Teamgröße war am stärksten mit 9 Menschen. Wie weit gehst du denn ironisch mit deinen Sprachfiguren um? Nicht nur mit deinen Personen, sondern also Hope und Destiny heißen zwei Pornotänzerinnen. Und dann heißt der Satz von dem Chef, also derjenige, der diesen Tanzclub betreibt, heißt, wenn Hoffnung und Schicksal sich küssen, verlieben sich Männer. Das ist kein Satz aus der Pornobranche. Ja, ich finde es lustig. Ich finde es auch lustig, aber das ist Ironie, oder? Also ich muss auch immer viel lachen bei dem Film, aber klar, das macht man auch vielleicht ein bisschen für sich und freut sich dann, wenn es der eine oder die andere auch so sehen und da mitgehen. Und na klar, selbst ich entdecke an dem Film manchmal immer wieder neue Sachen, wo ich so merke, ah, stimmt, die Ellipse wollte ich an der Stelle ansetzen. Ah, hier sollte eigentlich nochmal eine Runde drehen sozusagen und nochmal ankommen oder so. Manchmal vergesse ich es auch. Ich hatte mal eine Zeit lang so an der Wand im Schneideraum so eine Zeittafel, die dann immer so, okay, und hier geht er wieder durch die blaue Tür und fängt wieder vorne an und so. Da habe ich dann auch manchmal stundenlang nachts so vor dieser Wand gesessen von so Bildern und dachte immer so, ja, vielleicht könnte auch so rumlaufen und so rumlaufen. Das war eigentlich die schönste Arbeit, sozusagen alleine im Schneideraum zu sitzen, wenn mein Editor oder die Editorin, es gab zwei, Diana Solotarova und Angelo Vemje weg waren, sozusagen nochmal wieder das neu zu erfinden. Das hat eigentlich am meisten Spaß gemacht. Und da hatte ich manchmal auch viel Spaß und manchmal auch dachte ich, es ist mein letzter Film. Du bist jetzt nicht verantwortlich dafür, was Deborah Kara Unger gesagt hat, aber sie hat in einem Interview gesagt, man sollte diesen Film Kindergartenkindern zeigen. Deine Tochter ist selbst im Kindergartenalter, würdest du ihr den Film zeigen? Manchmal kommt die in den Schneideraum gerannt, weil deswegen muss man mal die Tür sozusagen zuhalten, aber die weiß immer, wie sie die aufstoßen kann, weil ich habe so, wir haben so mehrere Etagen, wo wohnen und arbeiten, so auf, in einer wird gearbeitet, einer gewohnt und in der anderen wieder gearbeitet.
Das klingt jetzt so reich. Es ist in einer Straße, die nicht so teuer ist in Berlin. Und und ja, Deborah hat schon bei vielen recht, was sie sagt. Und manchmal überrascht sie mich auch sehr sozusagen mit ihren Interpretationen vom Film. Und manchmal ist es auch nicht meine Interpretation und auch gar nicht meine Intention. Aber ich finde es sehr spannend, wenn sozusagen unterschiedliche Energien und auch Gründe so zusammenkommen. Das ist ja auch Filme machen, dass unterschiedliche Ideen sozusagen auch sich Bahn brechen. Die darf das schon nicht sehen, aber klar, sozusagen, die hat schon manchmal gesehen, ey Papi, was machst du da? Sozusagen ist ja lustig, wenn Papi irgendwie heult, wenn er am Pacific Coast Highway fährt. Und das Interessante ist, das war Method Acting, obwohl ich das sonst hasse, weil das war der letzte Drehtag in Amerika im Sommer und da war ich allein und fühlte mich auch ein bisschen einsam, weil mein Team war weg. Ich war allein in Los Angeles für noch 1-2 Tage und dachte so, ich will hier bleiben, weil es ist hier so schön. Ich will nicht nach Hause. Und trotzdem hatte ich Heimweh nach Hause und zu meiner Tochter. Und dann bin ich so den Pacific Coast Highway gefahren, den ich wirklich toll finde und diese Straße mir viel bedeutet, da lang zu fahren, wenn man dort sozusagen den Sonnenaufgang lang fährt zur Villa Aurora, wo ich eine Zeit lang wohnen durfte. Das ist schon... Ja, das ist schon so geil. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße, da muss ich ja heulen. Und dann bin ich schnell auf den Parkplatz gefahren, sozusagen habe so einen Test gemacht und dachte, ah, warte, noch nicht heulen. Und habe so einen Test gedreht und so, ah nee, ich muss die Kamera so hinstellen. Und dann dachte ich so, okay, und jetzt kann ich die Tränen laufen lassen. Die habe ich jetzt nicht reingeschnitten, aber die gibt's noch, vielleicht kommen die mal ins Bonusmaterial. Okay. Zwei Fragen noch zur Produktion, bevor Sie dann dran sind mit Ihren Fragen. Man sieht immer bei den deutschen Filmen, die mit Beteiligung von Fernsehanstalten gedreht sind, quasi die Zensur mit. Bei dem Film ist das schwer, deine Zensur mitzudenken. Du hast vorhin auch in der Ankündigung gesagt, du hattest freie Hand in allem, was du machen konntest. Ist das tatsächlich so gewesen? Oder gab es die erste, zweite, dritte, vierte Drehbuchfassung, bis es dann so weit war, dass Fernsehgelder geflossen? Nee, also bei dem Film, ich kann mich in die bestimmt oft zu Recht Rumheulerei sozusagen von anderen, also nicht einstimmen. Es war das erste Mal, dass ich mit einem Fernsehsender in der Produktion zusammengearbeitet habe, weil ich oft ja meine Filme ohne Fernsehen und auch ohne Förderung gedreht habe. Hier ist er sozusagen theoretisch in der klassischen Form finanziert mit Fernsehen, Förderung kultureller Art, wirtschaftlicher Art und Investoren. Trotzdem ganz kleiner Film mit ganz kleinem Etat, aber ich muss sagen, das war für mich wunderbar, sogar oft eine Hilfe. Also wenn ich ein Problem hatte oder dachte sozusagen, ich komme nicht zurecht, dann habe ich meinen Redakteur angerufen und dann hat er gesagt, nee, du mach das, wie du denkst sozusagen und ich vertraue dir da, dass da was Gutes rauskommt. Und klar hat er bei der einen oder anderen Stelle auch mal was gewusst, was er mir sagen kann, was ich vorher nicht wusste. Und das war toll. Also es war eine wirkliche Partnerschaft. Bedeutet jetzt wahrscheinlich nicht, dass es wahrscheinlich immer so die Erfahrung ist. Weiß ich nicht, sozusagen. Und keine Ahnung, ob er nochmal mit mir einen Film machen dürfte von seinen Chefs aus. Und... aber jetzt haben wir ihn erstmal gemacht und die sie werden glücklich sein, weil die Quote wird super sein. Ja, das. Du hast als Schauspieler ja in sehr viel Fernsehfilmen auch mitgemacht, Tatort, Polizeiruf, bei Uwe Bolls, Max Schmeling zum Beispiel. Der hat mir heute geschrieben, Dr. Uwe Boll. Ja. Oder Berlin Calling in der Techno-Geschichte. Wie siehst du das? Ist in Deutschland Fernsehen und Kino näher zusammen als beispielsweise in den USA? Ja, leider und nicht. Also. Wieso leider?
Ja, leider ist es näher zusammen in Deutschland, ja. Kino und Fernsehen. Klar, weil... weil das spricht eigentlich fürs deutsche Fernsehen. Nee. Sozusagen, deswegen ist das Kino so lang. Nee. So langweilig? Das weiß ich jetzt nicht. Also da willst du mich jetzt, da mache ich jetzt Aussagen, die irgendwie wahrscheinlich so halb nachgedacht sind. Nee, man kann ja sagen, ich finde so einfache Wahrheiten und Schuldzuweisungen, sozusagen, wer an was schuld ist, sozusagen in Deutschland, das ist auch ein bisschen zu einfach. Ich glaube wirklich, dass die Fördersituation auf der einen Seite toll ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Andererseits Horror, weil sie irgendwie so organisiert ist, dass Innovation, andere Dinge, Nischen etc. pp. Nicht möglich sind, weil man doch schon vielleicht auch mit einem gewissen vorauseilenden Gehorsam Filme macht. Das bezieht sich aber nicht nur auf uns, sondern auch auf Europa. Na klar, wäre es viel besser, wenn man beim Fernsehen so und so viel Sendeplätze im Jahr hätte, die von tollen Redakteuren betreut werden, die aussuchen, was denn sozusagen wirklich cineastische, gute Kinofilme sind, man mit denen auch zusammenarbeiten kann, die vielleicht auch schon manchmal vorher mit dabei wären und dann laufen da die Filme so, ja. Das wäre meine Idee sozusagen, dass einfach die ARD jede Woche einen Film ankaufen muss und dann können wir auch die ganzen Co-Produktionen. Film Montag, Film Mittwoch. Naja, was kommt denn da? Genau. Das sind ja keine Filme. Ach so. Also manchmal kommt nachts auf dem HR was Cooles oder auf dem BR ganz selten und manchmal noch auf dem im WDR oder bei Arte manchmal. Aber nee, ich will auch nicht rumheulen, weil ich glaube, man muss viel mehr machen. Man muss ausprobieren und es machen und ausprobieren, wie es geht. Und ich kann nur sagen, ich konnte machen, was ich wollte, meine Vision, meine Idee umsetzen. Und ich kann mich nicht beschweren. Ob ich das jetzt noch in Zukunft machen kann, wird auch der Erfolg oder Misserfolg dieses Films entscheiden. Es ist bestimmt nicht leichter geworden, eine gewisse Art von Film zu machen. Und die Sehgewohnheiten haben sich auch verändert. Und selbst ich gucke zum Einschlafen irgendwelche bekloppten Serien, weil ich diesen amerikanischen Account bezahlt habe. Also ich glaube, dass nicht alle Filme, in denen du als Schauspieler mitgewirkt hast, vollständig deinem Geschmack entsprechen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Könntest du dir auch vorstellen, als Regisseur einen Film zu machen, zu sagen, ich mache das jetzt, brauche das Geld, egal? Oder ist das, was du als Regisseur machst, immer deine Vision? Oder deine und die von deinem Partner zusammen? Ihr macht das ja schon seit Jahren eigentlich zusammen. Ja, ich hab's mal, Neumann. Genau, ich habe es mal versucht, also Auftragswerke für Kino auch zu machen, aber das ist nicht gelungen. Also das ist... das ging irgendwie nicht. Also das heißt nicht, dass ich nicht auch, glaube ich, einen James Bond machen könntest. Nee, glaube ich nicht. Da bin ich nicht, habe ich nicht genügend Lust, so ein Team, so ein Riesenteam zu organisieren, was man da können muss. Und nee, das könnte ich nicht. Wenn mir was angeboten würde, wo ich denke, das passt, dann würde ich das vielleicht auch ausprobieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich melde oder irgendwie darum bettele. und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich es dann richtig gut hinkriegen würde. Also ich finde auch, nehmen wir jetzt mal den Tatort. Ich muss schon ehrlich zugeben, dass ich... würde es gerne mal einmachen. Nee, warte es ab, dass ich das nicht gucke, erstens. Also, aber das ist gar, also das klingt jetzt auch schon wieder, ich gucke keinen Tatort, das klingt auch schon wieder so aber total bescheuert. Aber du spielst haufenweise mit. Ich spiele Haufen mit, aber ich lese den nie zu Ende. Deswegen wird es jetzt auch manchmal schwierig, schon besetzt zu werden, weil sie es immer rauskriegen, weil ich immer blöde Fragen habe und dann denke ich so, hä, wieso? Und dann sagen sie, ja, das passiert doch danach. Und dann sage ich immer, ja, da war ich doch schon tot. Ich lese wirklich nur, bis ich tot bin und ich sterbe oft. Und und dann lese ich nicht weiter, weil mehr kann ich auch nicht wissen. Wenn die Figur tot ist, muss ich doch den nicht mehr weiterlesen. Aber weil ich
ehrlich als Schauspieler ja weiß, welche Erwartungen sozusagen auch an das Format gesetzt werden. Und die Kommissare auch oft ganz schön starke Persönlichkeiten sind, so Schauspielerpersönlichkeiten. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Also, wer immer verantwortlich ist, sollte jetzt zuhören. Sie können jetzt Ihre Fragen stellen. Ihre Geduld habe ich lange nur auf die Folter gespannt. Vielen Dank erstmal und bitte, fragen Sie. Ich komme dann mit dem Mikro zu Ihnen und fange gleich hier vorne an. Ja, vielen Dank für den Film erstmal. Ich muss die Frage fürchte ich etwas ausholen. Es ist etwas kompliziert, das hier zu formulieren. Ich befasse mich sehr intensiv mit der erotischen Kinogeschichte, bis auch der Geschichte von Erotik im Kino. Und mir fällt in den letzten 2 Jahren verstärkt auf, wenn ich sozusagen die Gegenwart des Kinos mit der Vergangenheit des Kinos vergleiche. Zum Beispiel auch besehe, dass in der ersten Hälfte, in den ersten 50 Jahren der Filmgeschichte für mich ständig ein Begehren auf der Leinwand sichtbar ist, das einfach ohne Sexualität, den sexuellen Akt selbst zu zeigen, aber immer da ist. Und praktisch bis in die 80er, 90er Jahre hinein in meinem Empfinden nach Sexualität im Kino sehr präsent war und immer auch ein Thema war und immer auch filmtragend war. Und ich heute Filme vermisse, in denen Sexualität filmtragend ist oder im narrativen Spielfilm wirklich eine wesentliche Rolle spielt innerhalb der Erzählung an sich. Und auch natürlich darin, wie die filmische Form und die Erzählung zusammenhängen. Und mich würde interessieren, ob Sie das möglicherweise ähnlich sehen und wodurch Sie sich selbst das erklären als Filmemacher, der sich, wie Sie ja im Gespräch schon gezeigt haben, auch sehr viel überlegt, wie beeinflusst das Publikum, wie ich Sexualität zeige. Wie ich schon vorhin schon ausgeführt habe, glaube ich schon, dass Sexualität, Intimität in gewisser Weise ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und wenn die Gesellschaft unsicher ist mit sich selbst, wo sie steht, wo sie hin will, welche Regeln sie sich aufstellen will und wie frei sie sein will und wie die Freiheit gelebt wird und dass es auch schwierig ist, die Freiheit zu leben, dass die Freiheit auch wieder gewisse Grenzen und Regeln braucht. Dann kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Und das, glaube ich, sozusagen spiegelt dann ganz wie so ein soziologisches, wie so eine soziologische Membran sich dann auch im Film wieder und da sozusagen noch stärker heute Film sozusagen so einen Echtheitsbeweis oft hat, als ob sozusagen das ist wirklich, das ist die Abbildung der Wirklichkeit und die Filme, auf die sie referieren, die hatten ja immer noch dieses Bigger Than Life, dass es ganz klar war, dass es auch ein Spiel ist, dass es auch eine Inszenierung ist, dass das Bild von Mann und Frau auch nicht unbedingt eine hundertprozentig realistische Abbildung im Alltag hat oder so. Aber ich glaube sozusagen diese visuelle Welt, in der wir leben, die dann sozusagen auch auf das filmische Erwartungen abfärbt, ist dann besonders schwer, sozusagen das unterzubringen. Und es ist in der Literatur einfacher, in der Fotografie, in der bildenden Kunst, sich mit diesem Momentum des Begehrens, der Lust sozusagen zu beschäftigen, weil es dort einfacher ist, dem Zuschauer auch die eigene Welt zu belassen. Weil beim Film, glaube ich, durch dieses Echtheitsmoment ist es so, er zeigt das und das. Und dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, meine Fantasie, meine Erfahrung, meine Scheu oder meine Richtlinien sozusagen da ins Benehmen zu setzen. Das ist, glaube ich, in der Literatur anders, weil das Bild, was sich evoziert durch das Wort, ist ja dann mein Bild, was sich evoziert durch das Wort. Und wenn da steht das V-Wort oder so, dann kann ich ein schönes Bild haben, weil ich das so übersetze. Das, glaube ich, ist ein Grund und ich kann mir auch schon vorstellen, dass es auch, ja, wir in so Wellen sind und ich habe gerade das Gefühl, dass wir in der Welle sind, wo es so einen Hang gibt, sozusagen doch wieder stärker in Regeln und Richtlinien zu kommen und dass die Segnung der freiheitlichen Gesellschaften logischerweise nicht nur Vorteile hat, weil man sie sich jeden Tag neu erkämpfen muss, weil man jeden Tag neu sozusagen die Muskeln des Miteinander ins Kommunizieren, ins Agieren kommen, sozusagen trainiert werden müssen. Ich glaube sozusagen, dass der Hang dort mit mehr Regeln und mehr Strenge sozusagen dem beizukommen der falsche Weg ist, aber deswegen vielleicht auch
Der Film so, wie er ist, sozusagen, ist mein Statement, obwohl ich klar zugeben muss, dass das, was Sie beschrieben haben als schönes Moment, das müsste ich erst noch ausprobieren, wie das ist, ne? Weil hier ist es auch natürlich auch auf eine gewisse Art negativ manchmal belastet in der Interpretation. Ich sehe den Helden nicht so, also ich persönlich in meiner Ich-Interpretation, wie ich den Film sehe, finde ich das alles total okay und ist für mich kein negativer Held und alles ist völlig korrekt und so, wie das da passiert. Aber das ist dann auch mein Problem. Dass ich das so sehe. Das ist, glaube ich, gar kein Problem, oder? Doch, ich finde das schon manchmal ein Problem, weil also das ist auch Koketterie, klar, aber auf der einen Seite, also hat man schon auch Lust dazu zu gehören, also auch ich, und irgendwo anzukommen. Und bei den Filmen merke ich dann doch immer, ist doch wieder ein Außenseiterfilm. Und vielleicht sollte ich mal probieren, einen Nicht-Außenseiter-Film zu machen. Noch Fragen von Ihnen? Sonst habe ich auf jeden Fall immer eine an den Redakteur, wenn wir ihn schon mal da haben. Wie ist denn das Arbeiten mit RP? Also wie läuft das denn ab? Ist das vorher, steht das alles schon vorher fest? Gibt es da Einblicke, wie man von Dreisatzseite mit RP dann dazu gearbeitet hat? Ja, das war alles sehr wohl organisiert, weil die ursprüngliche Idee war eigentlich die folgende, nämlich die, einen essayistischen Dokumentarfilm zu machen, ausgehend von Baudrillards Amerika mit einigen handverlesenen inszenatorischen Spitzfindigkeiten. Und wir sind da sehr, sehr lange im Gespräch gewesen und irgendwann beim 5., 6., 7., 8. persönlichen Gespräch habe ich ihn dann angeschaut und gemeint, naja, aber es ist schon eher ein Spielfilm. Und dann meint es gut, dass du das sagst. Ich überlege die ganze Zeit schon, wie ich hier das verkaufen soll. Und es hat wirklich einen Riesenspaß gemacht, weil ich kann mich nur anschließen. Er hat, weil ich denke, nur so können Filme wirklich auch auf die Leinwand kommen, so können Filme überhaupt nur entstehen und vielleicht auch in Ansätzen eine Relevanz entfalten, wenn sie in einem Vertrauensverhältnis entwickelt werden. Und das war von uns, war zwischen uns beiden relativ schnell hergestellt, dieses Vertrauen. Und wir sind wirklich in sehr, sehr vielen Gesprächen geblieben, auch über die Jahre hinweg. Also ich habe ihn jetzt, glaube ich, auch zum 20. Mal gesehen, den Film. Er sah jedes Mal anders aus. Sogar heute war wieder ein kleines Gadget geändert. Ich denke, das wird er sich so beibehalten und die Freiheit sollte er sich auch zugestehen, mit dem eigenen Werk und dem Fundus von Bildern und Tönen so umzugehen, wie ihm das passt. Und es muss ja nicht jedem gefallen, aber es ist gut, wenn man darüber ins Gespräch kommt und das durchaus auch diskursiv angeht. Das geschieht ja gerade vorne. Willst du da was erwidern oder ergänzen? Ich habe gerade an den Rohschnitt gedacht. Der war echt krass. Weil den musstest du ja auch noch mit anderen diskutieren in deinem Hause. da war ich dann glücklicherweise nicht dabei. Weil der war schon krass. Ich habe den mir letztens nochmal angeguckt. Wahnsinn. Aber den gibt's noch. 2 Stunden 45 oder so? Ja, das kommt in etwa hin, ja. Ganz viele Gänge. Aber ich mochte den sehr, weil der war wesentlich experimenteller als das, was wir jetzt in der langen und auch in der leicht kürzeren Fassung auf den Leinwänden sehen und hören dürfen. Der Redakteur will gleich nochmal in den Schneider rumgehen. Der Director's Cut kommt dann im nächsten Sommer. Das ist natürlich immer eine Frage, aber man darf sich da auch nichts vormachen, wenn man in ein Projekt mit RP-Karl reingeht und sich dann über expliziten Sex beschwert. Das ist so, wie wenn man sich in einem Western über Männer auf Pferden beschwert. Das eine geht mit dem anderen einher. Sicherlich gibt's da auch Grenzen. Das ist gemein, oder? Sicherlich gibt's da auch Grenzen. Also, im nächsten Film gibt's keinen Sex. Was wird der nächste Film? Was wird, war das eine Frage? Das war eine Frage, ja. Was wird der nächste Film? Ach so,
Daniel, hast du das gefragt? Ja, klar. Das weißt du doch. Ach so, soll ich es beantworten? Ja, klar. Mein heimliches Lieblingsprojekt ist, kann ich ja hier sagen, unter uns, eigentlich ein Science-Fiction. Von einem Russen, der mehr als 70 Jahre tot ist. Und der eine Geschichte, deswegen darf man machen, was man will. Also sozusagen, das ist die Erklärung. Also man muss die Rechte nicht erwerben. Und es geht um den Staat, der sozusagen sehr vernünftig ist und deswegen, weil er vernünftig ist, Recht hat. Und ich glaube, ja, wer besonders vernünftig ist, hat oft nicht Recht. So, ich komme ja auch aus dem Land, aus der DDR, wo ganz viele vernünftig waren und Recht hatten und nicht Recht hatten. Und ja, meine dystopische Zukunftsvision, die hoffentlich nicht eintritt, ist schon, dass die nur vernünftig sind, irgendwann die Rechthaberei übernehmen. Und da überlege ich mir gerade ein Science-Fiction, was schon, glaube ich, dann ein bisschen teurer wird. Deswegen wahrscheinlich dauert es wieder ein paar Jahre, ehe das fertig ist. Das ist eine Idee. Und eine andere Idee ist, oder was heißt es, schon mehr als eine Idee, aus der Gegend, wo ich herkomme, im Erzgebirge, da war hier auch so ein Lied drin, wenn sie am Anfang Feuer. Traditionelle Volk, wie nennt man das? Traditional Folklore. Folklore? Nee, es heißt glaube ich anders, oder? Heimatlieder. Also das Volkslieder heißt es. das ist aus dem Erzgebirge und der Text- und Lieddichter ist Anton Günther, strammer Nazi gewesen. In jedem Erzgebirge, oder zu jedem zweiten Haushalt ist ein Anton Günther-Bild. Und der Zitterspieler kommt aus dem Dorf, wo ich herkomme, ist da der berühmte Sohn der Stadt. Also der steht in Wikipedia als berühmter Sohn der Stadt. Ich noch nicht. Und komme ich auch nicht rein wahrscheinlich. Und also in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, wurde Uran hergestellt. Das ist das, was man für die Atombombe braucht. Und die Russen haben junge, hoffnungsfrohe Leute sozusagen in Uranbergbau geschickt. Und ich würde gerne Geschichte machen, die Anfang der 50er Jahre als irgendwie noch so eine coole Idee von DDR war, nämlich irgendwie die Nazi-Arschgeigen hinter sich zu lassen und was anderes Rock'n'Rolliges zu machen, ohne Stasi. Also gut, die gab es dann irgendwann auch schon, aber mal gucken, ob ich das hinkriege, weil da gibt es einen ziemlich tollen Film, Sonnensucher von Konrad Wolf. Da bin ich noch am Hadern, wie ich das umgehe, dass man das vergleichen kann, weil er das ziemlich gut gemacht hat. Aber mein Interesse wäre schon noch was anderes rauszufinden, dass es doch irgendwas gegeben haben muss, irgendwie was anders war am Beginn der DDR sozusagen, was anderes zu wollen, dass so eine junge Generation da losgegangen ist, zu der auch mein Vater gehört, die sich dann klar irgendwann verloren haben in der Rechthaberei und in dem zu wissen, wie es ist oder nicht ist oder so. Und ich dann ja super froh war, als zu Ende war, aber irgendwie schon das Gefühl habe, dass das noch fehlt, dass Leute aus dem Osten Filme machen oder die in einem Osten sozialisiert wurden, über diese DDR außerhalb von Stasi und dass mit diesen Mitteln des Melodramas sozusagen Stasi erzählt wird. Kann man jetzt sich vorstellen, welchen Film ich meine. Und das hasse ich wirklich wie die Pest. Und die ZDF-Dreiteiler oder Sechsteiler inzwischen. Nee, das war sogar ein ziemlich erfolgreicher Film international. Jetzt gerade läuft, ich habe den Titel gerade vergessen, dieses geteilte Dorf, Klein-Berlin. Achso, ich gucke keinen Fernsehen. Und das ist genau die Geschichte DDR in der 50er Jahren. Nee, und das, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sage, weil das jetzt auch gemein ist.
Es gibt ja schon ein paar Regisseure aus dem Osten, die noch Filme machen, relativ wenig. Und ich habe mal so geguckt, wer das ist. Das sind nicht viele. So Martin Leschanek. Ja, lieber nicht die Namen sagen, weil ich jetzt was Kritisches sage. Und die sind ja auch sehr beliebt, weil sie so gesellschaftskritisch, menschenfreundlich Filme machen. Aber es gibt da einen Missing Link bei denen auch, finde ich, weil die sind alle relativ stark sozialisiert von auch DDR und in Verhältnissen aufgewachsen, wo sie privilegiert waren, sagen wir es einfach so. Und es gibt wirklich keinen, der fast keinen, der sozusagen nicht aus einer privilegierten Familie von Kulturschaffenden oder in der Regierung arbeitenden, bla bla bla, sozusagen, die es dann geschafft haben, sozusagen im Westen auch Filme zu machen. Keine Ahnung, woran das liegt. Und theoretisch will ich es auch gar nicht judgen. Aber das hat was auch damit zu tun, wie dann sozusagen Filme entstehen, die über die DDR entstehen. Der sozusagen vielleicht da ein bisschen ausschert, Lerner Hausmann macht dann aber Filme, die total gaga sind. Also die erzählen ja dann auf eine andere Art, obwohl Sonnenallee fand ich auch lustig, aber jetzt diesen NVA-Film zum Beispiel, also ja. Also, da glaube ich immer, ey, Leander, warst du selber bei der NVA oder wahrscheinlich nicht oder so, sonst könnte ich das, ja, egal. Aber da muss ich jetzt tatsächlich, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, das musst du jetzt trotzdem noch sagen. Du warst 19, als die Mauer gefallen ist und du warst gerade bei der NVA. Wie? Ja, wahrscheinlich kotzt es mich deswegen der Film so an. Ja, ich war einen Tag 19 und die Mauer fiel. Also am 8. hatte ich Geburtstag, am 9. fiel die Mauer und am 11. haben wir es erfahren. Das Neue Deutschland, die SED-Tageszeitung durften wir dann auch bei der Armee lesen und das war wirklich interessanterweise ein ganz schlimmer Tag für mich. Ganz schlimm. Wir haben uns überhaupt nicht gefreut. Wir haben wirklich geweint. Und ich erkläre Ihnen, warum. Weil, wenn man in der DDR zur NVA gegangen ist, musste man gehen, musste man seine Ausweise abgeben. Und es war Pflicht, anderthalb Jahre zu gehen. Und ich war in der Luftabwehr nördlich von Berlin unter Tage. Und da musste man sogar 2 Jahre sein Ticket abgeben, weil die Russen, die sowjetischen Freunde, die SS-20 nebenan hatten. Und man hätte da ja was wissen können oder so. Naja, jedenfalls dachten wir, wenn wir hier nach anderthalb Jahren rauskommen, wir sind die letzten Idioten. Niemand in unserem Alter ist mehr in diesem scheiß Osten. Die sind alle weg. Wir kommen raus und da ist niemand mehr sozusagen. Wir haben geweint, weil wir dachten, wir sind die Idioten sozusagen. Es kam dann anders, aber das war schlimm. Also ich kann diese, weil wenn es immer diese Sendung gibt, ne, wo waren sie am 9. November und wie haben sie sich gefühlt? Oh Mann, ey. Ich habe gar nichts gefühlt am 9. November. Ich habe, glaube ich, meine Beine gefühlt, weil wir irgendwie durch den Matsch gerobbt sind oder sowas. Aber ich hab noch einen Tag Sonderurlaub offen bei der NVA, weil ich habe dann einen Zivildienstantrag gestellt, als dann der Westen kam. Was eine Geschichte. Haben Sie noch eine Frage oder einen Kommentar? Auch zu Thought of Ecstasy. Ja. Winfried, kannst du gerade mal rübergeben? Ja. Ganz einfache Frage. Wieso haben Sie sich selber besetzt in der Hauptrolle? Illegal. Nicht so schlecht. Wie es Daniel angedeutet hat, gab es am Anfang noch im frühen Stadium des Projektes ein anderes Konzept, was eher essayistisch angehaucht war, dass ich eher auf den Spuren von Baudrillard und Bataille und wem auch immer sozusagen durch Kalifornien und Nevada düse und meine Gedanken mir mache und es dann irgendwann in eine Neo-Noir-Geschichte sozusagen reinkippt. Und auf diesem Ticket des Artist-Films sozusagen habe ich das natürlich auch kommuniziert. Und als ich dann dachte, ach, du bist irgendwie doch kein Essay-Filmemacher, bist doch mehr so ein rudimentärer Geschichtenerzähler, dann dachte ich, naja, bleibt's halt aber auch so sozusagen. Und erstens ist es günstiger
Zweitens ist, muss man einer Person weniger erklären, worum es geht oder was man da will. Und drittens war es bei Bad Boys gar nicht so leicht, den männlichen Darsteller zu finden, was man sich vielleicht gar nicht so vorstellen kann, dass das eher Kastrationsängste bei Männern auslöst, so eine Figur zu spielen und bei Schauspielern dann umso mehr. Und da hatte ich ehrlich auch keinen Bock drauf, irgendwie auf diese Diskussion. Und ich wusste sozusagen, dass ich einen Draht finden kann zur Schauspielerin. Das hatte ich bei Bad Boys gemerkt, dass das geht und dass das gar nicht so ein großes Hexenwerk ist, wenn man sozusagen klar ist, wenn man von Anfang an sagt, was man will, nicht hinterm Berg hält und irgendwie so scheibchenweise rauskommt, sondern relativ deutlich und klar sozusagen das von Anfang an macht und dann dem Gegenüber, der Gegenüber sozusagen die Chance gibt zu sagen, oh nee, das ist nichts für mich oder ah, das könnte mich interessieren. Das ist bei Typen schwieriger. Vielleicht hat es dann auch was mit mir zu tun, dass mich dann vielleicht Typen auch weniger interessieren, mit denen in die Kommunikation zu treten über dieses Thema. Also meine Schuld. Also es ist immer die Schuld des Regisseurs, der Regisseurin, finde ich, wenn irgendwas nicht funktioniert und klappt, weil man hätte es ja anders bauen können, man hätte es ja anders inszenieren können oder man hätte es anders oder man hätte es merken können oder so. Und also war gar keine große. Ach ja, doch, eine Sache war noch ein bisschen. Ich lese nämlich Kritiken schon. Und manche finde ich auch gut und kann mich auch manchmal drüber amüsieren und auch totlachen über, auch über einen Verriss, weil manchmal ist da auch ein bisschen Wahrheit drin. Nicht immer, zum Beispiel in dem Variety-Artikel nicht. Also das erzähle ich noch kurz, weil es jetzt raus ist. Also das war, der ist ja eh nur 20 Zeilen lang. Was? Der ist so lang, der ist ewig lang. Ich hatte noch nie so eine lange Kritik in der Variety und du weißt sozusagen, man will immer in der Variety besprochen werden sozusagen und dann wurden wir besprochen und der ist ellenlang und die tobt sich so aus, die Autorin. Und das Interessante ist ja, dass die Variety ja bekannt ist dafür. Es ist Bullshit, wenn ich jetzt leiser rede, dann wird trotzdem aufgenommen. Variety dafür bekannt ist, so ein Weinstein-Speichelleckerblatt zu sein. und das fand ich so interessant, sobald er tot, also gesellschaftlich tot ist, sozusagen dreht sich der Wind und genau diese Autorin, habe ich mal nachgeguckt, was sie sonst so hochgeschrieben hat von Weinstein und so. Da habe ich mich echt geärgert, da war ich echt sauer. Aber kann man ja nichts machen. Und also der hat das in die MeToo-Debatte eingebaut, oder wie? Nein, aber klingt jetzt so. Lies es mal. Also sie hat sehr große Worte, sehr viele, die alle sehr despektierlich sind. Das ist eine sehr emotionale Kritik und hat wenig von dem Film verstanden oder verstehen. Na doch, die hat ganz schön viel verstanden, fand ich ja. Aber das fand sie doof. Wenn sonst keine Frage mehr ist, habe ich natürlich noch eine allerletzte an dich, weil die Reihe heißt, was tut sich im deutschen Film? Und du bist im Vorstand der Deutschen Filmakademie. Und ich würde dich einfach mal bitten, diese Frage zu beantworten. Was tut sich denn aus deiner Sicht? Gibt es irgendwas, was dich gerade fasziniert? Irgend vielleicht eine Strömung, Bewegung, irgendein Regisseur? Erzähl uns. Du hast mich ja in die Bredouille gebracht. Wenn du gefragt hättest, EP, sag du doch mal, was tut sich im deutschen Film, ohne dass ich sozusagen in der Funktion sprechen muss. Du kannst ja beide Antworten geben. Ich glaube schon, dass wir gerade nicht so eine richtige Idee haben, was Kino in Deutschland sein kann und sein müsste und sein sollte, vor allem mit den Möglichkeiten, die wir eigentlich haben. Auf der einen Seite, dass es auch Fernsehsender gibt, die sich beteiligen, dass es ein breites Förderspektrum gibt.
Eigentlich müssten wir viel besser aufgestellt sein. Und ich glaube, dieses Mittelbaufilm-Dings da, vielleicht darf es das doch irgendwann nicht mehr geben. Und es muss den großen Mainstream geben, der sozusagen seinen Quatsch auch total professionell und gut daherbringt. Und dass es dann noch viel mehr Beiboote gibt, die sozusagen auf schnellerem Weg, auf unkonventionellerem Weg Sachen erzählen. Das ist aber so einfach gesagt. Und ich glaube schon, dass wir bestimmt auch eine grundsätzliche Änderung der Förderpolitik brauchen. Wir brauchen es. Ich glaube sozusagen, nicht Klaus Lemke hat recht, wenn er sagt, die Förderung muss man abschaffen. Weil seine Filme bezahlt das ZDF, ist jetzt auch nicht unbedingt der Markt. Aber wir müssen wahrscheinlich mal ehrlich sein, sozusagen rauszufinden, ob die Filme, die wir machen, irgendwie besonders genug sind oder wenn sie ein Publikum finden wollen, ob sie dann wirklich ihr Publikum finden. Wir müssen einfach bessere Filme machen. Du siehst, es ist sozusagen ein schwieriges Feld und ich bin auch in die Akademie gegangen, ich war ein Gegner der Akademie, ein großer Gegner, ich wollte die Alternative Filmakademie gründen, habe da aber gemerkt, dass dann genauso viel Kaninchenzüchterverein zustande kommt, wie in der manchmal in der jetzigen Akademie Momente von dieser Art von Sache da sind, aber man kann Dinge nur verändern, indem man mittut und sie aktiv verändert und nicht nur meckert und von außen rummault. Und ein paar Sachen haben wir schon erreicht, die jetzt vielleicht auch nicht ganz so öffentlich sozusagen sind und man sich jetzt die Lorbeeren für manche Sachen auch nicht abholen will. Und mal sehen. Wir sagen ganz herzlichen Dank für dein Engagement und natürlich auch für diesen wunderbaren Film, The Thought of Ecstasy. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Ein bisschen Applaus.